hatten wir uns vorgenommen, heute gar nicht zu vloggen, weil das Wetter bisher einfach null mitgespielt hat. Es hat nur geregnet, es war windig, es war kalt und uns macht es dann einfach überhaupt keinen Spaß, irgendwelche Sachen anzugucken. Deswegen hatten wir uns grundsätzlich dazu jetzt auch schon entschieden, in Norden Portugals zu skippen, weil das Wetter halt einfach nicht so mitspielt und dann macht es keinen Spaß, sich Sachen anzugucken. Und war jetzt eigentlich darauf eingestellt, einfach nur schnell in den Süden Portugals runterzufahren, also Richtung Algarve und auch die Sachen, die wir uns dort auf dem Weg angucken wollten, zu skippen. Und ja, dann haben wir uns aber spontan dazu entschieden, weil jetzt das Wetter irgendwie heute doch noch besser geworden ist, die Orte doch nicht zu skippen auf dem Weg Richtung Süden und sind jetzt bei dem Ort Monsanto und sind gerade so, so glücklich hier zu sein. Erstens haben wir einen richtig geilen Sonnenuntergang gerade und, ja, der Ort an sich ist so niedlich, so, so schön. Wir freuen uns gerade richtig hier zu sein und erinnert uns total an Valencia, hieß der, ne? Valencia oder so. Oder Valencia, ein Ort, den wir mal in Italien besucht haben. Und gerade einfach richtig schön. Und der Ort ist auch unnormal märchenhaft. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich zähle hier ein Zwerg. Ich wusste einfach so, dass sowas kommt. Es ist auch so unglaublich schön, hier einfach mal durch die Gassen zu gehen. Also sieht hier, egal wo du lang gehst, sieht es so schön aus. Das war jetzt ernst gemeint. Nein, also jetzt ernsthaft mal. Also so unglaublich schön, so niedlich. Und überall sind die Häuser unter solchen Steinen gebaut. Das ist irgendwie crazy. Also wie hält das? Wahnsinn, oder? Haben wir jetzt schon so oft gesehen. Und ja, hier kann man echt einen ganzen Tag, also am liebsten würden wir hier einen ganzen Tag verbringen. So niedlich. Wir lieben solche Dörfer. Wir sind jetzt noch weiter zu einer Laundry gefahren, weil das muss natürlich auch mal gemacht werden. Wir müssen unsere Wäsche waschen. Jetzt befindet sie sich gerade im Trockner. Und so sieht das aus, wenn wir, also so verbringen wir dann halt die Zeit, wenn wir warten müssen. Also Marie macht Research oder Instagram Stories und ich lade schon mal die ganzen Daten hoch, beziehungsweise ich lade die ganzen Daten auf unsere Festplatte und fange auch schon mal an, die Videos zu schneiden. Nebenbei lädt unser Laptop. Ja, so sieht das dann aus. Bei uns ist es jetzt 22.22 Uhr. Wir befinden uns jetzt gerade auf einem kostenlosen Campingplatz und kochen im Van. Normalerweise kochen wir eigentlich immer draußen, aber draußen ist es leider zu kalt. Und ja, bei uns wird es jetzt... Oh, ein bisschen gekleckert, ne? Weiß nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt bei uns gleich was zu essen geben. Und dann werden wir morgen früh aufstehen und zu einem Ort fahren. Da sind wir schon ganz gespannt, wie der in Wirklichkeit aussehen wird. Mehr verraten wir nicht, wir sehen uns dann morgen wieder. Wir machen jetzt gerade eine kurze Pause und bei uns wird es Kaffee geben. Und was uns bisher aufgefallen ist, also wir sind jetzt mit dem Auto vielleicht so eine Stunde unterwegs und fahren die ganze Zeit entlang der Grenze zu Spanien und sind echt positiv überrascht von der Landschaft, die wir die ganze Zeit sehen können. Also auch wenn man jetzt hier gerade aus dem Fenster guckt, die Wiesen bzw. die Weiden sehen so schön aus. Wir haben schon richtig viele Störche gesehen, das Wahnsinn, freut uns voll. Ja. In Deutschland sieht man, wenn man Glück hat, finde ich immer mal so einen Storch oder so zu dieser Jahreszeit. Und wir haben jetzt so viele Storchenpaare gesehen, die gerade ihr Nest bauen. Richtig, richtig süß und richtig viele Tierbabys.
Also es macht richtig Spaß, einfach nur gerade Auto zu fahren und aus dem Fenster zu gucken. Ja, mit der Kamera kann man das leider immer nicht so gut einfangen, wie schön das hier tatsächlich ist. Also sind echt positiv überrascht, hatten damit gar nicht gerechnet, weil wir wollten jetzt eigentlich nur Richtung Süden fahren. Und für uns geht es jetzt auch gleich weiter. Wir fahren zu einem Ort, den ihr uns empfohlen habt. Den kennen wir gar nicht selbst. Also, beziehungsweise wir kannten ihn vorher gar nicht. Jetzt kennen wir ihn ja durch euch. Danke für den Tipp. Ja, vielen Dank für den Tipp. Wir sind echt gespannt, was uns dort erwarten wird. Und dort geht es jetzt gleich hin. Wir haben hier im Van übrigens die besten Kaffeebecher ever. Ja. Die hier. Mit Händeverbrenngarantie. Das ist richtig gut. Ja, richtig cool. Das ist kochend heiß. Also, so als wäre hier gar kein Becher eigentlich. Als würde ich direkt in den Kaffee reinfassen. So heiß, ey. Ja, aber wir machen das Beste draus. Wir stehen jetzt gerade bei Continente auf dem Parkplatz. Das ist ein super großer Einkaufsladen. Also da vorne irgendwo befindet sich der Eingang. Und eigentlich wollten wir uns Brötchen holen und veganen Käse. Also Ausschnitt, den haben wir uns auch geholt. Das ist der hier. Der schmeckt auch ultra lecker. Aber dann haben wir das hier entdeckt. Mussten wir direkt zuschlagen, obwohl wir noch nicht gefrühstückt haben. Cookie Dough, also veganes Ben & Jerry's für nur 3,90 € anstatt 6,50 €. Also 6,50 € für veganes Ben & Jerry's ist schon günstig. Aber dann halt nur 3,90 €. Mussten wir direkt zuschlagen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut, weil wahrscheinlich werden wir jetzt jeden Tag zu einem Continente fahren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Ben & Jerry's Fans seid wie wir. Also Cookie Dough ist gar nicht unsere Lieblingsmarke, Lieblingssorte, was das vegane Ben & Jerry's Eis angeht, aber 3,90 €, da kann man einfach nicht meckern und da kann man nicht Nein sagen. Muss man echt zuschlagen. Und dann gibt es jetzt erstmal zum Frühstück Ben & Jerry's Eis für uns. Beste Leben. Für diejenigen, die es nicht wissen, hier gibt es auch übrigens Lidl und dort haben wir jetzt gerade eben Brötchen geholt und das werden wir jetzt frühstücken mit dem Käse, den wir gekauft haben. Normalerweise machen wir ja immer Porridge, aber heute haben wir irgendwie keinen Bock drauf, beziehungsweise unser Geschirr ist noch von gestern dreckig, deswegen, ups, da ist mein Finger, deswegen müssen wir das halt später sauber machen, deswegen machen wir jetzt keinen Porridge. Und übrigens gibt es in Portugal auch noch Aldi, also hier gibt es Aldi und Lidl. Wir sind jetzt in der Stadt Évora und diese Kapelle hier wollen wir uns angucken. Von außen sieht sie jetzt nicht so spektakulär aus, aber von innen erwartet uns einiges. Wir befinden uns jetzt in der Kapelle dos Ossos, auch Knochenkapelle genannt. Und was wir uns hier angucken werden, zeigen wir euch gleich. Aber erstmal vorab zeige ich euch mal einen Schriftzug und sage euch, was das bedeutet. Der Eingang der Kapelle. Ja, das ist der Eingang der Kapelle und das steht auf Portugiesisch drauf. Ich übersetze euch das mal. Und zwar heißt es, wir die Knochen, die hier liegen, warten auf eure. Und ja, das beschreibt auch ziemlich genau, worum es gleich gehen wird. Wahnsinn. Ey, ich könnte euch das nicht vorstellen, wie crazy das hier drin ist. Guck mal, hier sind einfach überall Knochen. Wie ihr hinter mir sehen könnt, ist der komplette Raum voll mit Knochen. Insgesamt Wahnsinn. Sollen hier über 5000 Knochen von oben bis zur Decke, von unten bis zur Decke in Zement gegossen worden sein. Das hat wohl den Grund, dass im 16. Jahrhundert in der Stadt, in der wir uns gerade befinden, die Friedhöfe übervölkert waren, wenn man das so sagen kann. Ja. Und dann mussten wohl Leute, die schon eigentlich eingebuddelt wurden, ausgebuddelt werden, um Platz zu schaffen. Und die Knochen, die ausgebuddelt wurden, wurden dann hier verstaut. Ansatzweise sowas ähnliches und es ist voll heftig, wenn man sich vorstellt, dass es halt echte Menschen mal waren. Ja, das sind ja alle, das 5000 Knochen, das waren ja alles mal Menschen und Menschen haben das auch in Zement dort gegossen. Schon irgendwie, also die Vorstellung gruselig. Ist krass und auch, es ist gruselig, finde ich auch. Also man hat auch so leicht Gänsehaut, wenn man da durchgeht und sich das alles in Ruhe anguckt. Wahnsinn, also vielen lieben Dank für den Tipp. Darauf wären wir jetzt, glaube ich, alleine gar nicht gekommen. Nee. Und fanden wir auf jeden Fall mega cool, mal so eine Erfahrung zu machen, beziehungsweise mal so einen Ort zu sehen. Das war schon irgendwie einzigartig. Also danke, danke. Richtig cool, ne? Guck
guckt euch mal diese schöne Aussicht hinter mir an. Wir befinden uns gerade in dem Ort Montserrat und sind gerade bei einer Burg, die wollen wir uns gleich angucken. Und hier, wo wir uns gerade befinden, das soll wohl auch ein Campingplatz sein. Ich weiß nicht, ob es der Parkplatz ist, auf dem wir uns befinden oder einer unter uns. Auf jeden Fall soll sich hier ein Campingplatz befinden. Wir werden die Nacht aber auf jeden Fall nicht hier schlafen. Wir fahren heute noch weiter. Ja, weil es hier auch keine Toiletten gibt. Und ja. Und das ist ein bisschen blöd für uns, wenn es einen schönen Campingplatz gibt, aber ohne Toiletten, das ist immer ein bisschen schwierig. Und hier kann man nicht auch, also hier kann man nicht einfach in die Büsche gehen. Übrigens merken wir sehr, dass wir uns dem Süden von Portugal nähern, ja, weil das Wetter einfach viel, viel besser geworden ist. Die ganzen letzten Tage hatten wir nur Regen, Regen, Regen. Es war immer kalt. Hier ist es angenehm warm, ich glaube, wir haben so 18 Grad oder so. Ja, ich fange gerade schon wieder an zu hecheln, weil wir Treppen gehen. Aber es ist langsam, wird immer schöner vom Wetter. Es tut sehr, sehr gut, wieder Sonne am Rücken zu spüren. Wir laufen gerade die ganze Zeit durch den Ort hier. Guckt euch auch mal diese Aussicht an. Egal, auf welcher Seite man des Dorfes ist, man hat andauernd eine wunderschöne Aussicht. Also einmal hier auf die Landschaft und auch hier. Die ganzen kleinen Gassen sind so niedlich und so schön. Also wir lieben solche Orte, oder? Solche Orte müsst ihr unbedingt mal selbst gesehen haben. Also man kann das gar nicht beschreiben, wie wunderschön es hier ist. Und das Coole ist, man kann hier auch in einer Airbnb-Unterkunft schlafen. Also man kann hier in diesem Ort schlafen. Das haben wir, sowas ähnliches haben wir ja schon mal in Italien gemacht. Das haben wir, glaube ich, auch am Anfang des Videos gesagt. Sowas ist echt ein einmaliges Erlebnis. Und das finden wir mal, also keine Ahnung, sowas finden wir mal so, so schön. Mal diese wunderschöne Aussicht hier und für uns geht es jetzt weiter. Also wir befinden uns hier gerade in der Nähe von der spanischen Grenze. So, jetzt sieht man das ganz gut. Und wir fahren runter bis zur Küste. Ja, dafür brauchen wir jetzt noch 2 Stunden 50 Minuten. Das ist jetzt 16.50 Uhr. Also ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Hinter mir geht gerade die Sonne unter und wir befinden uns immer noch auf dem Rückweg. Sind noch gar nicht so weit entfernt von dem Ort, wo wir gerade eben waren. Aber wir mussten jetzt schon wieder anhalten, weil es hier so unglaublich schön ist. Also auch der ganze Weg, den wir hier entlang fahren, sieht so heftig schön aus. Man kann das leider während der Fahrt nicht so gut einfangen. Deswegen haben wir jetzt nochmal die Drohne rausgeholt, obwohl es so krass windig schon wieder ist. Aber ich hatte wieder ein paar Probleme mit der Drohne, aber ich habe sie zurückbekommen. Und die Aufnahmen sind richtig schön geworden, glaube ich. Also ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber es sah auf jeden Fall richtig cool aus. Also hier die Strecke, die wir gerade langfahren, die ist unglaublich schön und den Tag heute, den wir halt die ganze Strecke lang gefahren sind, also den ganzen Tag heute, gefällt uns bisher besser als die Westküste zum Beispiel von Portugal. Das hätten wir niemals gedacht. Also wir freuen uns so gerade hier lang zu fahren. Es ist unglaublich schön. Hier hat so Toskana-Feeling, keine Ahnung, auch irgendwie so Australien-Vibes. Richtig, richtig schön. Schon mittlerweile 23.30 Uhr. Also eigentlich wollten wir ja um 20 Uhr beim Campingplatz sein und das ist leider nichts geworden. Wir haben ein bisschen, das heißt, wir haben nicht wirklich getrödelt, aber wir haben halt ein bisschen länger gebraucht, weil wir uns noch viel angeguckt haben und waren auch noch einkaufen. Und dann waren wir jetzt gerade eben 22.30 Uhr oder so bei dem Campingplatz, wo wir eigentlich sein wollten. Der war dann allerdings schon zu. Also die Rezeption war geschlossen, ja. Und das Tor war zu und wir kamen einfach nicht mehr drauf. Ja, das war sehr ärgerlich. Ja, eigentlich wollten wir für die Nacht halt gerne einen Campingplatz haben, wo wir Duschen haben, wo wir Strom haben, wo wir WLAN haben, weil wir auch wieder ein paar Sachen erledigen müssen, weil wir auch duschen wollen. Aber das hat dann halt leider jetzt nicht geklappt, war natürlich auch unsere Schuld. Dann haben wir geguckt nach einer Alternative, sind jetzt zu einem Campingplatz gefahren, wo das Tor offen war. Ja, die Sache war aber, wir haben uns vorher falsch navigieren lassen.
Also ich kopiere immer von Park von Night die Koordinaten und habe die letzten zwei Ziffern vergessen und sind dann zu einem anderen Ort hingefahren. Mhm. Und dann musste ich, also dann haben wir es halt zu spät gemerkt, dass da kein Campingplatz ist. Und dann musste ich, keine Ahnung, 50 Meter rückwärts so einen richtig schmalen Weg den Berg hochfahren mit dem Camper. Das war so, also es war ja nicht schön, sagen wir es mal einfach mal so. Es war ein bisschen, weil die Straße war so eng, der Berg war so steil und ich musste rückwärts hochfahren, es war dunkel. Es war einfach die ganze blöd. Hunde gebellt und ja. Ja, es war eine blöde Situation und jetzt sind wir auf einem Campingplatz, also wir haben den Campingplatz dann auch gefunden. Der ist allerdings schon, beziehungsweise es war schon zu spät, um dort einzuchecken, aber wir durften jetzt, also wir haben dort angerufen und da ist noch wer rangegangen und der meinte, ja, wir können ja einfach stehen bleiben und dort schlafen und das machen wir jetzt halt auch. Keinen Strom oder irgendwas, aber ja. Wir müssen jetzt immerhin nicht weiterfahren, deswegen. Aber so ist das manchmal. Man muss das Beste draus machen. Und ja, das war's jetzt auch mit dem Video. Wir hoffen, die Eindrücke haben euch sehr gefallen. Das war jetzt mal so, keine Ahnung, Portugal, wie wir es gar nicht so erwartet hätten, würde ich sagen. Also die Orte, die wir jetzt gesehen haben, die wir euch auch im Vlog gezeigt haben, haben uns sehr, sehr gefallen. An Italien erinnert auch. Ja, also ja. Waren echt schön die Orte. Wir hatten einen sehr schönen Tag, beziehungsweise sehr schöne Tage. Hat uns total gefreut, dass wir die Orte nicht geskippt haben, wie wir es eigentlich machen wollten. Und jetzt werden wir als nächstes die Algarve-Küste entlang fahren, beziehungsweise hier uns ein paar Orte angucken, weil wir sind jetzt schon im Süden von Portugal. Wir freuen uns total drauf. Wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.